Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr verspätet und braucht die Hilfe, um Geschenke abzuliefern. Drücken Sie die Tab-Taste, um die Erlaubnisse zur Einfahrt in die Linie 214 anzufordern und mit den Wagen anzukuppeln. Ja, und damit Servus und Grüß euch zu einer weiteren Fahrt in Train Simulator 2019 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein kleines Weihnachtsspecial hier. Firma Rivet Games hat ja ein kleines Paket released mit drei Aufgaben auf der Silver-Linie, die wir hier kurz einmal zeigen, und ich finde diese Special einfach toll. So, haben wir ja schon, genau, tappen uns hier mal weiter, dann dürfen wir einfahren und die Waggons ankuppeln, und das soll jetzt so ein kleines, schönes, weihnachtliches Special bei mir hier am Kanal werden für meine Zuschauer. Wir sollen dem Weihnachtsmann helfen, Geschenke zu verteilen, und das machen wir natürlich dann auch gerne in dieser schönen Winter, in diesem schönen Winterwunderland. Uns draußen ist ja am 24. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ihr etwas weihnachtlicheres Wetter habt als bei uns hier. Hier in Niederbayern ist noch kein Schnee. Also wir haben mal wieder die berühmten grünen Weihnachten. Leider. Wie wir solches Wetter, wie wir es hier im Train Simulator sehen, auch um die Jahreszeit schon lieber. Wenn man natürlich sonst immer viel Arbeit damit hat, den ganzen Schnee wieder von den Gehsteigen zu bekommen. Aber für Weihnachten wären so schöne Tage mit Schnee auch natürlich viel besser, als wenn es hier immer nur grün ist zu der Jahreszeit draußen. So, ich muss mir den Zugang ankoppeln können. Wir gehen wir wieder zurück, gut gemacht, drücken Sie nur die Steuerungstaste und gleichzeitig Minus. Und zum vorderen Führerstand gelangen, liefern Sie Wagen bis nach Sumitro Compadiales Bahnsteig 1. Sie müssen die manuellen Weichen anpassen, um zum nächsten Bahnhof gelangen zu können. So, dann wechseln wir auf alle Fälle den Führerstand. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, das Licht ist umgeschaltet, jawohl. Dann schauen wir mal hier kurz auf die Weichen, müssen wir arbeiten auch noch richtig. Wie die Weichen straffen liegen, die ist falsch, die müssen wir auf alle Fälle umstellen. Dann müsst ihr hier rausgehen, dann dürfte die Ausfahrt jetzt mal richtig geschaltet sein. Dann können wir hier mal die Bremsen lösen und dann bringen wir unsere Weihnachtsgeschenke zu den Kindern. Unterstützen wir den Weihnachtsmann. So, das hört sich mal, haben wir ja. Schauen wir mal, ob wir uns hier unseren kleinen Weihnachtszug einmal mit dieser schönen, passenden Hintergrundmusik mal hier in der Vorbeifahrt anschauen können. Jingle Bells als Hintergrundmusik ist natürlich auch sehr passend für den Heiligabend heute, für den 24.12. So, wahrscheinlich schon wieder zu schnell dran. Aber es ist ein Karriere-Szenario, da ist es mir jetzt egal heute, ob wir bei dieser schönen Landschaft da die Punkte abgezogen bekommen. Das ist heute wirklich nebensächlich. Hier die Häuser geschmückt mit festlicher Beleuchtung. Geht's hier durch die Schweiz, durch die Schweizer Alpen. Und dann schauen wir uns mal den Aufgabenplan an. Wir müssen also die Pakete hier an den Bahnsteigen dann abliefern, damit die lieben Kleinen auch ihre Geschenke bekommen. Ja, das sind ein paar. Da waren aber ein paar Kinder sehr, sehr brav, muss man sagen, wenn man sieht, was für große Pakete, dass die geliefert bekommen. Oh, herrlich, Schneefall. So wünscht man sich doch Weihnachten, wenn man ehrlich ist. Nicht zur Zeit dieses, ja.
miese Matsch-Herbstwetter. So muss das Wetter zu Weihnachten sein hier. Und dann sind wir unterwegs mit der Rätischen Bahn. Im Auftrag des Nordpols sozusagen. Wie gesagt, das ist ein kleines, sehr tolles Aufgabenpaket des Rivet Games hier gebundelt hat. Wenn ich die Informationen richtig gelesen habe, gehen sogar die Einnahmen aus diesem Paket, wenn es gekauft wird, an eine wohltätige Organisation. Das heißt, die Einnahmen aus diesem Paket werden gespendet. Als Voraussetzung brauchen wir natürlich hier die Strecke. Das Aufgabenpaket, das es auf Steam oder im Shop von Rivet Games zu kaufen gibt, verlinke ich euch natürlich wieder. Ich freue mich dann natürlich auch, wenn jemand, der diese Strecke hat, sich die Aufgabe kauft und damit eben auch die Spendenaktion unterstützt. Finde ich eine wirklich tolle Idee zu Weihnachten. Ein kleines Special zu machen und die Einnahmen daraus dann auch zu spenden. Jetzt wollen wir hier ein bisschen die Werbetrommel rühren. A für diese schöne Strecke und B natürlich für dieses kleine Weihnachtsspecial. Und es soll eben auch ein kleines Special bei mir am Kanal sein. Mit einem herzlichen Dank und lieben Weihnachtsgrüßen an meine ganzen vielen Zuschauer, die mir die Treue gehalten haben. Meine Abonnenten, meine Mitglieder natürlich, die heuer in zahlreichen Livestreams mit dabei waren und auch meine Let's Plays und Mod-Vorstellungen geguckt haben. Soll das ein kleines Dankeschön sein und natürlich ein netter Gruß und frohe Weihnachtswünsche von mir hier, von meinem Kanal aus Niederbayern an meine Zuschauer weltweit. Weltweit ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ja, zumindest, wie es so schön heißt, in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Luxemburg, ja, war ja das früher auch. Zu lange den ersten Bahnhof haben hat, 3,8 Kilometer haben wir noch, dann dürfen sich die ersten schon über ihre Geschenke freuen, die wir dort abliefern können. In der Schweiz ist es ein bisschen einfacher zu fahren, haben wir ja keine SIFA an Bord. Schon müssen wir die Geschwindigkeit einigermaßen einhalten, dann gibt es wieder Punktabzug. Und das soll ja heute in dieser schönen Landschaft eher mal zweitrangig sein. Über diesen schönen Weihnachtszug und diese schöne weihnachtliche Stimmung genießen. Fleckt sich jetzt natürlich, was ist in den Paketen alles drin, ne? Oder welches Kind war so brav, dass es gleich ein so großes Paket bekommt? Ja, da muss der Papa dann mit dem, oder der Nikolaus dann, oder der Weihnachtsmann, ja, dann mit, ja, einem kleinen Gabelstapler zum Bahnhof kommen und das Paket abholen. Da brauchen wir schon einen kleinen LKW, um das Ganze nach Hause zu bekommen. Ja. Also die Strecke hier ist mit diesem winterlichen Landschaft natürlich noch umso schöner. Direkt immer drauf, dass wir jetzt oben so am Himmel irgendwo noch den Schlitten vom Weihnachtsmann vorbeifliegen sieht. Irgendwann den leuchtenden Stern sieht. Bethlehem ist natürlich jetzt ein bisschen weit entfernt, da wird man von der Schweiz auch nicht direkt hingucken können. Aber der Stern sollte ja dann am Heiligen Abend so hell leuchten, dass man ihn auch hier sehen sollte. Vielleicht sieht man das hinten an diesem roten Licht oder sowas. Das ist natürlich sehr schön hier, diese winterliche Landschaft gefällt mir wirklich sehr gut. Es soll uns ein bisschen in eine weihnachtliche Stimmung versetzen und ein bisschen
den fehlenden Schnee simulieren, den wir ja leider draußen nicht haben. Wir wer dieses Video guckt oder was, könnt ihr ja gerne, oder es wäre mal nett, so zu Weihnachten, wenn sich jeder dann mal melden würde, mal kurz schreibt, aus welchem Eck der Welt er kommt oder in welchem Eck der Welt er sich diese Aufgabe oder dieses Video anguckt, wie es bei demjenigen draußen mit den winterlichen oder mit den landschaftlichen Wetterverhältnissen ist. So, jetzt blinkt hier leider die Zupp etwas oder piepst die Zuppi etwas. Ersten Bahnhof hier an. Hier fahren wir unser erstes Paket, unseren ersten Paketwagen ab. Und Weichenstellung sollte es dann für uns auf das linke Gleis gehen, genau. Dort werden wir dann einen Halt machen und unseren letzten Waggon dann, schätze ich einmal, hier abkuppeln müssen, genau. Zurücklassen. Schauen wir, ob ein Kollege vom Weihnachtsmann dann auch schon am Bahnhof ist. Und oh, das wäre auch eine große Zuckerstange hier. Ah, ein Schneemännchen steht schon dort. So, bleiben wir hier mal kurz stehen. Aufgabenbeschreibung. Der Waggon mit der Nummer 26 sollte ja der letzte Wagen sein. Dem ziehen wir dann einmal die Bremsen an. Gehen wir nach draußen. Wenn sich die Aufgabenplanung dann ändert, genau. Bitte legen Sie die Handbremse des Wagens an und kuppeln Sie Wagen 65626 von Ihrer Lokomotive ab. Das machen wir doch. Die Handbremse haben wir schon angezogen. Mal hier unseren Wagen ab und jetzt geht es weiter nach Rabius so rein, Bahnsteig 1, und liefern dort die nächsten Wagen ab. Hier mal ein kurzes schönes Foto machen für den Weihnachtsmann, dass wir hier auch unsere Arbeit brav erledigt haben. So, Paket Nummer 1 ist abgeliefert, wie beim guten Paket Zulieferdienst. Lassen wir uns das mit einem Foto natürlich auch bestätigen, dass wir hier brav unserer Arbeit nachgekommen sind. Wir begeben uns jetzt schnell zum nächsten Bahnhof. Und schon die nächsten Kinder, die Pakete sehnsüchtig erwarten. Gut, es ist noch 8.13 Uhr morgens, also bis zur Bescherung am Abend nach der Mette, nach der Kirche, ist ja noch ein bisschen Zeit. Oder wer mag, kann natürlich dann gerne einen Videokommentar nochmal sich melden, in welchem Land er lebt und wie bei, oder generell wie bei jedem so die Weihnachtsfeiertage verlaufen und wie bei jedem das Fest so gefeiert wird. Es gibt ja welche, die feiern am 24. Es gibt ja dann Länder, wo ja am 25. dann Weihnachten gefeiert wird. Vielleicht einmal so als kleine Anregung noch mit dazu schreiben, was es denn bei Ihnen Gutes an den Feiertagen zu essen gibt. Das sind ja meistens so Tage, da darf man oder da wird dann immer ein bisschen gesündigt. Genießt man mal einen guten Weihnachtsbraten im Kreise der Familie und der Lieben. Gibt ja dann vielleicht einmal das eine Tässchen Glühwein oder Glühpunsch. Solange nicht das Tässchen zu viel ist, ist ja alles in Ordnung. Dass man dann nach den Feiertagen den Brummschädel aufhat, hätte man sich als Weihnachtsgeschenk eine Packung Aspirin gewünscht und sonst nichts anderes. Was
früher immer noch, wie mein Sohn klein war, jünger war, der hat dann vom Opa immer ein großes Lego-Technik-Auto bekommen. Wobei da ja nicht der Ehrgeiz war, das Auto zusammenzubauen, sondern eigentlich damit zu spielen und die ganzen Funktionen zu nutzen. Dann musste der Papa, also ich immer, was ich am Heiligabend schon losstarten durfte und konnte und an den Weihnachtsfeiertagen machen durfte. Ich durfte dann immer das Lego Technik Auto zusammenbauen. War der Papa also auch immer beschäftigt an Weihnachten. So ein Lego-Technik-Baukasten oder so ein Lego-Technik-Set oder sowas, da hatte man auch Feiertag über gut zu tun, bis man das Modell zusammen hatte. Das sind so die Erinnerungen an die Weihnachtszeiten. Natürlich auch einiges an Lego Technik hinten in unserem Waggon drinnen sein bei den großen Paketen. So. Kleines Foto machen hier von unserem Weihnachtszug. Schon, das sind aber große Zuckerstangen. Ne? Da hat das ganze Dorf ja was davon. Da kann jeder dann zum Bahnhof gehen und sich kann sich von dem großen Zucker, von der großen Zuckerstange eine große Portion abschneiden sozusagen. So. Müssen wir auch hier wieder in unserem letzten Waggon die Handbremse anziehen und dann kuppeln wir den Waggon hier natürlich auch noch ab. So, und dann geht es nach Truhn weiter. Abfahrt ist ja frei. Hier schauen wir uns das Ganze dann nochmal in der Abfahrt an. Hier gibt es nochmal ein kleines Foto fürs weihnachtliche Album. So, mit unserem letzten Waggon können wir uns dann jetzt nochmal auf die Strecke und auf den Weg machen. Eine wirklich nette Idee von Rivet Games, muss man ganz ehrlich sagen. Die fällt mir wirklich gut. Werden. Jetzt geht es dann wieder in die Berge oder in die bergige Abfahrt. Jetzt bin ich wieder zu schnell. Wenn wir zumindest das kleinen weihnachtlichen Ehrgeiz versuchen, die Strecke zumindest mit einer positiven Punktzahl abzuschließen. Die maximale Punktzahl werden wir nicht mehr erreichen, aber das ist ja auch egal. Dieser schönen Fahrt geht es halt wirklich um den Spaß an der Freude. Ach schön. Das wäre natürlich jetzt auch so für die Skifahrer, wenn man sich die Landschaft hier draußen anschaut. Die kriegen da wahrscheinlich auch große Augen oder die Snowboarder. Da muss man eigentlich nur ein paar Kilometer weit fahren zum nächsten Skigebiet. Dass das ja alles nicht mehr so winterlich ist mit dem Wetter, muss man natürlich schon weite Strecken fahren in der heutigen Zeit. Zum letzten Waggon immer noch mal eine schöne Vorbeifahrt aufnehmen. Elfenkostüm anhaben als Triebfahrzeugführer, das wäre natürlich auch noch sehr witzig gewesen. Ja, schön, die Leute auch hier ihre Häuser mit Weihnachtsbeleuchtung. Und auch nicht zu überladen. Also nicht dem amerikanischen Wahnsinn hier verfallen, wo die Häuser dann bis zur Unendlichkeit schon mit allen möglichen Pferd und beschmückt werden, sondern einfach einmal nur ein paar kleine dezente
Zeichen hier setzt. Oh, hier ist schon die Kirche gut besucht. Könnte man ja fast meinen, dass die Bänklein so kleine Schlitten wären, mit denen die Leute hier zur Kirche gefahren sind. Sind wir schon auf dem Weg nach Truhn zu unserer letzten Abladestation unseres Weihnachtspaketes oder unserer Weihnachtspakete. Dürfen sich auch die Kinder hier freuen. So, dann haben wir dem Weihnachtsmann auch einen guten Dienst erwiesen. Wo haben wir denn da noch? An Rudolf haben wir hier auch noch stehen. Rudolf, der Red-Nosed Reindeer, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Da müssen wir natürlich auch noch gleich ein Bildchen machen davon. So, fahren wir ein bisschen weiter vorher am Bahnsteig. Ich glaube, dass das da hinten war, sogar nach dem Rudolf ausgeguckt hat. Das ist ja eine lustige Idee. Rudolf, der Red-Nosed Reindeer. Sehr schön. Na, hier nochmal. Also wirklich eine klasse Idee, muss man sagen. Bahnhof alles gut geschmückt, Schneemänner aufgestellt, ein paar Rentiere positioniert. Und auch hier müssen wir jetzt noch die Handbremse des Waggons anziehen und unsere letzte Lieferung hier abliefern. Und natürlich gerne die Handbremse anziehen, die Feststellbremse, und den Wagen von so locker noch ab. Gut gemacht, frohe Weihnachten vom Rivet Games Teams. Ja, und ich sage auch den Rivet Games Teams frohe Weihnachten und sage allen meinen Zuschauern hier nochmal auf meinem Kanal frohe Weihnachten, ein schönes, ruhiges Fest, besinnliche Tage. Hoffe, wir sehen uns bald wieder hier bei mir. Ich wünsche euch nochmal alles, alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Maverick.